Die meisten Frauen kommen in ihrem Leben irgendwann an einen Punkt, an dem sie Erfahrungen mit sexueller Unlust machen. Das kann eine Phase sein, in der du gestresst bist, in der du einfach viel zu tun hast, in der andere Dinge Priorität haben. Vielleicht ist auf Arbeit viel los, vielleicht ist ein neues Kind geboren, vielleicht gibt es andere Dinge familiär, die dich stark einnehmen, und das ist auch erstmal vollkommen in Ordnung. Es kann immer wieder Phasen geben, in denen Sexualität einfach weniger Priorität hat, in der die Beziehung vielleicht ein bisschen abgekühlt ist, ein bisschen eingeschlafen ist, ein bisschen sexuelle Langeweile da ist, und das ist was vollkommen Normales. Problematisch wird es erst dann, wenn diese Phase länger anhält. Wenn auf einmal das Gefühl da ist, die sexuelle Unlust ist nichts, was nur kurz da ist, sondern sie geht gar nicht mehr weg. Und wenn damit die Unzufriedenheit eines Partners einhergeht. Wenn also dein Partner zum Beispiel mehr Sex haben will, aber du das immer wieder abblockst, wenn du keine Lust auf Sex hast, wenn du dich damit nicht beschäftigen möchtest und merkst, für mich ist das nichts, ich will das nicht, und es nimmt zu, diese Phase scheint nicht zu enden, und dadurch wird dein Partner natürlich immer unzufriedener und irgendwann vielleicht auch unzufrieden mit der Beziehung. Und dann ist es so, dass schon ein Problem auftritt. Entweder ist es dann so, dass nur er mit der Beziehung unzufrieden ist, weil er das mit sich ausmacht, weil er es lange nicht anspricht, aber meistens kommt irgendwann der Punkt, wo er es kommuniziert und wo er sagt, okay, hör zu, ich möchte so nicht weitermachen, mir fehlt da was. Mir fehlt da was, und je länger diese Phase andauert und je wichtiger dein Partner Sexualität ist, desto mehr fehlt ihm auch. Das heißt, es kann auch sein, dass er sagt, ich möchte die Beziehung so nicht weiterführen, oder ich kann mir unter diesen Umständen nicht vorstellen, mit dir weiter Kinder großzuziehen oder Kinder zu bekommen. Das heißt, irgendwann wird dieses Thema auf einmal sehr, sehr relevant und sehr präsent, und da geht eine große Dringlichkeit mit einher, wo man das Gefühl hat, okay, es war mir nicht so wichtig, aber jetzt müssen wir was verändern. Wenn dein Partner das anspricht, dann wird er wahrscheinlich nur sagen, ich will mehr Sex. Was er damit aber eigentlich meint ist, ich fühle mich abgelehnt, ich fühle mich unattraktiv, ich fühle mich nicht mehr begehrt und ich möchte dieses Gefühl wieder haben. Ich möchte, dass unsere Sexualität wieder mehr so wird wie am Anfang der Beziehung. Wieder leidenschaftlicher, wieder so, dass wir viel geteilt haben, dass du viel Lust auf Sex und auf mich hattest. Und so ein Gespräch kann extrem augenöffnend sein. Es kann total gut sein, das auf einmal zu hören, weil dir jetzt erst klar wird, wie groß dieses Problem für deinen Partner ist, wie viel Druck da für deinen Partner da ist, und das war dir vorher vielleicht gar nicht klar. Und wenn ihr an dem Punkt steht, dass er sagt, hey, ich möchte mehr Sex haben, ich möchte was verändern, dann hast du mehrere Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, dass du sagst, tut mir leid, das ist dein Problem, ich habe keine Lust auf Sex, ich habe auch keine Lust, mehr Lust auf Sex zu haben, und damit war es das. Das heißt, du verschließt dich, du gehst auf Distanz, du lässt ihn alleine mit dem Problem, und dann hat es meist zur Folge, dass er sich entweder trennt oder dass er dann woanders danach sucht, wie er seine sexuellen Bedürfnisse befriedigen kann. Ein anderer Weg ist, dass du sagst, okay, aber du beschäftigst dich nicht tiefgehend damit, sondern dir ist klar, gut, er möchte mehr Sex haben, Sex gehört in der Beziehung ja auch irgendwie dazu. Ich habe jetzt öfter Sex mit ihm, ich zwinge mich öfter dazu. Das heißt, du gehst auf seinen Wunsch ein, zumindest oberflächlich gesehen, weil du die Anzahl an Sexualität wieder versuchst zu erhöhen, weil du dich öfter zum Sex zwingst, weil du öfter mit ihm schläfst, obwohl du keine Lust hast. Aber langfristig funktioniert diese Strategie meistens nicht, weil du das nicht langfristig durchhalten kannst, weil für dich Sexualität immer unangenehmer wird, es wird immer frustrierender, das Thema, du hast immer weniger Lust darauf, du wirst dich ihm vermutlich mehr und mehr auch im Alltag entziehen, immer weniger Berührungen wollen, das immer mehr vermeiden, weil du dann am Ende den Sex doch vermeiden möchtest, weil er für dich einfach nicht gut ist und weil er dir keinen Spaß macht. Und wenn du an diesem Punkt bist, dann ist wieder die Option zu sagen, okay, tut mir leid, ich habe es versucht, ich schaff's nicht, wir müssen es lassen, ich will das so nicht. Oder man sagt, hey, okay, wir arbeiten daran. Wir schauen uns das Thema jetzt mal wirklich an. Wir gucken mal, was wir da machen können. Vielleicht hast du dich dazu schon entschieden und damit schon begonnen. Dann ist das, was die meisten Paare erstmal machen, viel darüber reden. Viele Gespräche führen, gucken, was können wir besprechen, wie können wir uns irgendwie finden, was könnten wir anders machen. Leider sind diese Gespräche meistens nicht besonders zielführend. Was anderes, was Paare ausprobieren, ist, dass sie sagen, sie kaufen sich neue Sexspielzeuge, sie kaufen sich neue Unterwäsche, sie versuchen da irgendwas Neues ins Sexleben reinzubringen. Oder sie informieren sich, sie googeln das, sie konsumieren Inhalte,
Inhalte, sie gucken YouTube-Videos und versuchen herauszufinden, warum habe ich keine Lust auf Sex. Manchmal finden sie dann auch im Internet Tipps, so kleine Ideen, was sie machen können und versuchen die umzusetzen und wenden die an. Sie kaufen sich vielleicht ein Buch dazu und versuchen sich da zu belesen und weiterzubilden. Oder sie kaufen sich sogar einen Online-Kurs zu weiblicher Sexualität und versuchen da tiefer einzusteigen. Was auch viele Frauen machen, ist, dass sie erstmal zum Frauenarzt gehen und das abklären lassen, dass sie die Pille absetzen, dass sie da hormonell schauen, dass alles im grünen Bereich ist. Das Problem ist, dass, und das wirst du festgestellt haben, wenn du es ausprobiert hast, fast nichts davon funktioniert. Die Gespräche werden immer angespannter, immer negativer und sind überhaupt nicht zielführend. Die ganzen kleinen Tipps helfen vielleicht kurzfristig, dass man Lust auf Sex hat, aber dann auch nur 1-2 Wochen und danach sieht es wieder so aus wie vorher. Die Frauenärztin oder der Frauenarzt kann dir auch nicht weiterhelfen. Die sagen, hey, da ist alles wunderbar, hormonell ist alles in Ordnung. Ich kann mir nichts vorstellen, woran es liegt. Eigentlich müsstest du Lust haben. Die Pille abzusetzen bringt auch nicht wirklich was. Und auch die Bücher, die du liest oder die Kurse, die du machst, sind doch sehr allgemein gehalten. Und die Tipps im Internet treffen einfach nicht wirklich auf dich zu. Das heißt, du hast vielleicht schon eine ganze Menge Sachen probiert, aber nichts hat so wirklich funktioniert. Und du schaffst es nicht, dass langfristig die Lust wiederkommt. Und das ist auch überhaupt nicht deine Schuld. Das ist nicht deine Schuld. Es geht sehr vielen Frauen so. Und das liegt ganz einfach daran, dass in unserer Gesellschaft noch viel zu wenig darüber aufgeklärt wird und dass man einfach kaum Wissen darüber bekommt, was man jetzt braucht, um Lust zu haben, was eine Sexualität braucht, die erfüllend und schön ist. Und weil du darüber nicht aufgeklärt wirst und dieses Wissen nicht bekommst, kannst du gar nichts tun. Und insbesondere, da Frauen ja unterschiedlich sind und jede Situation sehr individuell ist, muss man natürlich auf jede Person einzeln schauen, um ganz konkret herauszufinden, was sind denn jetzt bei dir die Ursachen. Und das natürlich am besten zusammen mit einem Experten, der sich auch wirklich auskennt, der weiß, was verursacht Libidoverlust, wie verläuft es meistens, woran bemerkt man das, was sind dann die Dinge, die man sich angucken muss, was sind die Bereiche, die meistens verändert werden müssen. Und da dieses Wissen nicht da ist und diese Experten auch ja noch sehr selten vorhanden und kaum verfügbar, kommen die meisten Frauen da alleine nicht raus. Wenn man an diesem Punkt steht, dann gibt es eigentlich gar nicht mehr so viele Optionen. Entweder man gibt auf, weil es zu aussichtslos erscheint, weil man das Gefühl hat, das Ganze bringt eh nichts, wir werden es nicht schaffen und man sagt dann, gut, wir beenden die Beziehung hier an der Stelle. Oder wenn ihm die Beziehung wichtig ist, wenn man daran arbeiten will, dann sucht man sich professionelle Hilfe. Man steht dann an einem Punkt, an dem es Sinn macht, jemand anderen dazu zu holen, der einem helfen kann, weil er Experte auf dem Gebiet ist, weil er weiß, wie es geht. Denn auch wenn es für dich aussichtslos erscheint und du das Gefühl hast, da gibt es keinen Ausweg mehr aus dem Problem, es gibt immer einen Ausweg. Man muss nur den richtigen Weg kennen. Wenn man den richtigen Weg kennt, wenn man sich mit sexueller Lust, sexueller Unlust auskennt und weiß, was funktioniert da und was funktioniert da nicht, dann kann es ein sehr leichter Weg sein, der vielleicht auch gar nicht so lange dauert und der gar nicht so viel braucht, wie du jetzt vielleicht denkst. Aber diesen Weg muss man eben kennen. Und da normale Menschen sich nicht damit auskennen, ist es eben ganz wichtig, da jemanden reinzuholen, der sich damit auskennt und der Bescheid weiß und der dir sagen kann, hey, das ist dein Problem, das sind die Ursachen und da musst du lang. Wenn du an diesem Punkt stehst, dann kann dir mein kostenloses Erstgespräch wirklich weiterhelfen. Denn da schauen wir gemeinsam, was bei dir die Ursachen für sexuelle Unlust sind. Das heißt, du stocherst nicht weiter im Dunkeln und weißt nicht so richtig, woran es liegt und versuchst dies und das mal auszuprobieren, aber nichts klappt so richtig, sondern du hast dann Klarheit darüber, was sind bei mir die Ursachen. Und wir entwickeln danach gemeinsam auch einen Plan, was du Schritt für Schritt tun kannst und tun solltest, um deine sexuelle Unlust aufzulösen, um wieder Lust auf Sex zu haben und um damit auch wieder eine erfülltere Partnerschaft zu haben. Wenn das für dich interessant klingt, können wir gerne miteinander sprechen und du kannst dich einfach bewerben, indem du auf den Link unter dem Video klickst. Was ich dir gerne noch mitgeben möchte, ist, dass es sich in den allermeisten Fällen lohnt, dran zu bleiben. In jeder Beziehung treten Hindernisse auf und es macht Sinn, dann Arbeit da reinzustecken, gemeinsam zu versuchen, eine Lösung dafür zu finden und diese Hindernisse zu überwinden. Denn nur so schaffst du es, dauerhaft eine erfüllte, lustvolle Beziehung zu haben und was wirklich Wertvolles zu schaffen.